du bist ein kleines Kichererbschen heute Morgen. Alles ist komplett. Wie gut der Kaffee duftet. Ich mach dir ein schönes Spiegelei. Oh, fein. Ich lach das und leck. Dein leckerer Smoothie wartet. Welche Sorte Brot darf's heute sein? Morgen? So viele Pflichten sind zu verrichten. Schrubben und fegen. Hausarbeit ist so ein Segen. Ich spül die Teller, putz dann den Keller. Helfen ist so grandios. Ich leg gleich los. Giselle, du bist tatsächlich noch viel schöner, als du es gestern warst. Oh. Ich begrüße den Tag und bin bereit, in die Welt zu ziehen für edlen Zweck und Streit. Welch ein schöner Tag und welch ein gutes Essen. Übrig bleibt wohl nichts mehr dieses Mal. Oh ja. Doch wird nach dem Genuss das Helfen nicht vergessen. Ich stopp ab. Ich suche nach dem Gral. Das alles ist im Märchen ganz normal. Nun, ich muss los. Zeit für ein neues Abenteuer. Eine Chance, meinen Wert und meine Tapferkeit zu beweisen, nur um dann zu euch heimzukehren, meiner Familie. Erfüllt von einem Tag voller erfolgreich gemeisterter Aufgaben. Pass auf dich auf! Und ich muss auch los, doch nicht ohne mein kleines Helferlein. Ich sag's ja, Hausarbeiten sind ein ganz eigenes Abenteuer. Ach, eure Zweige hier waren tödlich für mein Ischias. Hey, ich kann sprechen. Warte, wie kann das sein? Pip, der Wunsch von letzter Nacht ist wahr geworden. Was heißt das? Wir führen ein Märchenleben. Du lieber Lolli, wir sind verzaubert. Er brachte uns diese Wende. Was auch geschieht, uns allen hier blüht nun glücklich sein bis ans Ende. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Immer Gymnasien, lebt man immer ausgelassen. Damen, die springen, Herren, die singen, tummeln sich ohne Rast. Drum sei ihr Gast, sei ihr Gast, ohne die Depressionen rast. Fantastisch!